Okay, Clap starts again. Klappenzieher. Und dann, also, war noch immer. Hallo alle zusammen, Big Boys, Big Girls. Wir haben heute zum Gast den John, den man vielleicht kennt vom Euroblast. Und also known as Eurojohn. Eurojohn. Ja. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Wunderbar. Heute aus dem schönen südlichen England bei uns. Ja. Zugeschaltet, genau. Weil weißt, die Studio so oder so nicht möglich und sonst Reisebudget haben wir noch nicht. Voll, du bist eigentlich der erste Gast, den wir haben, der nicht in Österreich, oder? Voll, den wir wirklich aus dem Ausland reinholen. Sehr geil. Ja, ihr seid ja voll bei local mäßig unterwegs, Jungs. Ja, aber in der Zwischenzeit, ich meine, das haben wir jetzt 2 Jahre gemacht, ja. Und jetzt haben wir uns dazu entschieden, dass wir auch Leute von extern mal hinzuholen und um deren Meinung und Erfahrungen bitten. Es gibt ja nicht nur hier eine lokale Szene. Ja, vor allem. Ja, Österreich. Ja. Ey, ich würde gerne auch ein bisschen über Musikszene Österreich reden. Erzählt mir alles. Nee, Quatsch. Also, ich bin wirklich interessiert, aber wir müssen nicht darüber reden, das meine ich. Also, ja, ich meine, wie gesagt, wir haben jetzt 2 Jahre drüber geredet, das lassen wir. Nein. okay, pass auf. Der Peter und ich, wir sind große Fans von der sogenannten Theory of the Angry Man. Der Peter erklärt jetzt ganz kurz, was das ist. Achso, ja, das ist. Das ist nämlich seine Theory, by the way. Und ich finde sie super. Ja, sie erklärt sehr viel. Ich bin gespannt. Irgendwann einmal so rein philosophiert, dass nämlich die meisten Erfindungen in der Geschichte der Menschheit meiner Meinung nach, beziehungsweise auch die Meinung von meinem Cousin, das ist so gegenseitig entstanden, sind meistens aus einer Frustration entstanden. Ganz, ganz simpel, früher hat irgendein Typ in einer Höhle gewohnt und sein Nachbar ist immer reinplatzt, wenn er wollen hat und irgendwann hat gesagt, so, aus, nein, ich baue jetzt eine Tür. Und der hat halt die erste Tür erfunden, damit sein Nachbar nicht immer reinplatzen kann. Und das kann man schön weiterführen auf alles Mögliche. Ja. Vor allem passt es auf unseren Podcast, weil wir waren vor 2 Jahren super angry. Ja, da haben uns gedacht, hey, es gibt, das kann es nicht geben, dass es in Österreich nichts gibt, das halbwegs Qualität hat und die nationale Szene supporten will und so ein bisschen so der Wissensträger ist und halt Wissen verbreitet und das so angry gemacht, dass wir gesagt haben, okay, fuck it, wir machen es selber, ja. Und okay. Eine Woche später kam die erste Episode raus, ja, war Angry super janky. Boys Podcast. Wir hätten Angry Boys Podcast, aber vielleicht ist das zu abschreckend, vielleicht glauben wir, okay, gut, das sind jetzt einfach nur zwei Dudes, die ganze Zeit ranten und deswegen wollen, aber wir waren sehr big zu der Zeit und deswegen haben wir den Big Boys Podcast. Okay. Jetzt ist die Frage, der Herr Daniel Schneider und du, ihr seid ja mehr oder weniger die Masterminds hinter dem Euroblast Festival. Ja. Wie war bei euch dieser Angry Man Moment, wo ihr gesagt habt, fuck it, es gibt kein Progressive Festival, wir machen das jetzt selber, wir holen uns jetzt Tesseract, auf geht's. Ja, erzähl mal. Ab geht's. Wie war das, dieses Mindset und wie ist das zustande gekommen? Und Ja, also ich glaube, das war vor allem so, wir haben selber in Bands gespielt, haben selber andere Musik gemacht, als wir sozusagen gehört haben, teilweise auch. Und also Daniel hat zu dem Zeitpunkt, glaube ich, in einer Grunge-Band gespielt. Ich habe in einer Death-Metal-Kombo gespielt, also in einer Tech-Death-Kombo. Und sind beide Schlagzeuger, oder? Beide Schlagzeuger, genau. Wir haben auch mal zusammen in einer Band gespielt, wo ich gesungen habe und Gitarre gespielt habe, aber das war nur eine reine Jam-Band, also da gab es nie noch nicht mal einen Namen, das war einfach nur, wir haben uns manchmal getroffen und haben einfach, und ich habe meine, keine Ahnung, die paar Sachen, die ich auf der Gitarre konnte, ein bisschen abgeschreddert und wir haben einfach ein bisschen Lärm gemacht, das war eher wahrscheinlich so, heutzutage würde man sowas als Noisecore bezeichnen oder so. Super. Und würde man wahrscheinlich Millionen mitmachen auf Bandcamp irgendwie, weil aber nee, um auf die Frage zurückzukommen, also es war einfach natürlich so, dass wir halt ganz früh Bock hatten auf diese moderne, progressive Musik, sage ich jetzt mal, also so à la
ne, Fell Silent, Tesseract, Monuments, diese ganzen frühen Bands, die da am Start waren, Sickt, ein bisschen auch, und so weiter. Und Textures, klar. Und in unserer Wahrnehmung, die sehr noobig war, hatten wir halt einfach, ja, also in unserer Wahrnehmung war es so, okay, hier gibt es viele Shows, hier gibt es viele Konzerte, Tourneen, aber diese ganzen Bands touren halt irgendwie nicht oder spielen keine Shows. Oder, ne, also bei Textures war das jetzt ein bisschen anders und auch bei der manch anderen Band, ne, aber es war halt alles sehr, sehr früh, Frühstadium, ja, und wir waren halt einfach so, okay, wir müssen jetzt halt mal was machen. Aber das ist erst etwas, was sich eigentlich erst während des Euroblasts entwickelt hat. Mhm. Also wir waren angry, dass es keine coolen, fairen Shows gibt. Das war der Aufhänger fürs Euroblast, ne? Also das ist irgendwie so Musiker für Musiker, weil es gab irgendwie fast keine Möglichkeiten. Also bevor wir das erste Euroblast gemacht haben, hatte Daniel keine Show organisiert. Mhm. Oder eine vielleicht selber. Doch eine. Ich glaube, zu seinem 18. Geburtstag in der Schule mit seiner alten Band. Geil. Und ich hatte 2 oder 3 Shows gemacht und die waren auch alle selbst organisiert für meine Band in irgendwelchen Venues in Köln. Also die Erfahrung war nicht groß. Aber wir haben uns halt überlegt, ja, okay, komm, wir kennen so viele Bands, ne, es gibt eine coole Szene, lass einfach mal was machen. So, das ist ja auch das Typische. Ich glaube, die meisten solchen Events fangen genau so an, ne? Also das ist irgendwie so, hey, hier gibt's irgendwie coole Bands, lass mal alle zusammen irgendwo zocken, so irgendwas machen. Mhm. Genau so ist es gelaufen. Und dann in diesem Prozess mit dem Euroblast kam dann eben dieses, oh, wir hören auf einmal diese ganzen Bands, ne, so, oder auch Meshuggah und so weiter, die ja zu dem Zeitpunkt auch noch sehr undergroundig unterwegs waren, eigentlich. Ja, und das hat eigentlich dann dazu geführt, dass wir halt eben diese ganzen Bands eingeladen haben. Also das war wirklich so dieser angry moment, so, okay, niemand lädt Cybreed ein, also laden wir Cybreed ein. Dann machen wir es halt selber. Weißt du, so, genau, also das ist, ich glaube, das ist immer so die Theorie. Also wenn man etwas scheiße findet, gibt es ja nur 2 Möglichkeiten. Entweder du machst es selber oder du wartest darauf, dass jemand anders es macht. Mhm. Aber wenn jeder darauf wartet, dann passiert es nicht. Ne? Genau. Und ja, eigentlich das ist es. Also ist recht unprätentiös, aber es ist halt, wie es ist. Ne? Also wir hatten einfach Bock auf die Mucke und deswegen, let's go. So. Sehr gut. Seitdem war das Euroblast, ich meine, ihr wart immer schon in Köln, ne? Und das ist von Location zu Location gewandert. Zuerst war das in, wie hat das heißt, in Bogen 2. Das ist für die Wiener, kann man das vergleichen, so bei den Gürtelbögen, in Wahrheit, so wie, keine B72 oder Chelsea oder so in die Richtung. Genau. Stimmt. Das Chelsea kennst du eh, du warst ja mit der League of Extraordinary Gentlemen. Genau, damals, ich war da mit Monuments auf Tour, bei dieser Monuments legendären Periphery, 2011er Tour. Safety Fire, genau. Das war das erste Mal, dass Periphery in Wien waren sie in Chelsea. Und ungefähr das Pendant in Köln, ja, das begonnen. Genau. Dann war das Underground, das gibt's ja nicht mehr, oder? Das gibt's nicht oder? Mehr, ja. Seit 2 Jahren, ich weiß nicht. Rest in Power. Dann Live Music Hall und seitdem seid ihr eigentlich in der Essigfabrik. Das ist so wie in Wien die Arena quasi, so in die Richtung. Ja. Ja. Ab wann hat sich irgendwie mal herauskristallisiert, was eigentlich eure Mission ist oder euer Ziel oder wollt ihr jetzt einfach nur Glass Ceilings brechen und schauen, wie weit ihr das tragen könnt oder wie ist denn das Mindset? Ich glaube, diese Mission hat sich sehr oft gewandelt. Und also die hat sich gewandelt, genauso wie wir uns individuell gewandelt haben, ne, im Lebensprozess, glaube ich. Also es gab so anfangs so, glaube ich, so ein bisschen auch so naive Ambitionen, hey, wir machen das irgendwie und das wird irgendwie, keine Ahnung, machen das als richtiges Business oder als Lebensinhalt zu einem gewissen Grad. Aber nach ein paar Jahren, also ist dann einfach klar geworden, so, ey, wir finden das super cool, wir machen das super gerne, aber das ist nicht
die Nummer eins in unserem individuellen Leben, also als, als Profession. Ja. So, ne? Also Daniel ist ja promovierter Neuropsychologe, der eine Forschungsabteilung leitet, also von einem Marktforschungsstrategie- und Forschungsunternehmen. Mhm. Und und ich, bei mir hat sich daraus dann das Bandmanagement rauskristallisiert durch das Euroblast, wo ich gemerkt habe, hey, ne, also ich mag Konzerte, ich liebe Konzerte, alles drum und dran. Ich finde es auch cool, das zu veranstalten, und ich finde, aber vor allem die Community ist da irgendwie der Fokus für mich, ne? Aber als Profession ist das nicht für mich jetzt, ist es also jetzt unabhängig davon, wie viele Leute zum Euroblast kommen, ist für mich klar, ich definiere mich selbst nicht als Festivalveranstalter. Mhm. Mhm. Als primär. Also das ist nicht meine persönliche Identifikationsgrundlage. So, und sondern es ist ein wichtiger Teil von mir, und Euroblast ist immer da gewesen, und oder nicht immer da gewesen, aber jetzt die letzten 12 Jahre. Ja, jetzt schon sehr lange. Ja, von. Seit 2008, genau. Und ist sehr, sehr wichtig. Ne? Aber es ist halt eben nicht, also sozusagen, und das ist eigentlich, glaube ich, auch das, was das dann irgendwie so macht, also dadurch, dass weder Daniel noch ich das jemals zu irgendeinem Zeitpunkt hauptberuflich gemacht haben, in irgendeiner Form, ist es halt immer auch an dieser Ebene sozusagen Hobby, Nebenberuf geblieben, also so, weil du halt auch nie sagen konntest, ey, jetzt, ne, das ist jetzt mein Business, so, ich mache jetzt 24/7 den Push, damit das nach oben geht, so, und versuche irgendwie, das zu einem profitablen Unternehmen zu bauen und so, also das war halt irgendwie, also den Drive gab es mal ganz kurz, irgendwie so 2011 oder sowas, ja, 2012, ja. Als wir so Underground, Live Music Hall, als wir so machten, aber das ist dann halt auch irgendwie so schnell, also je mehr wir über das Business gelernt haben, je mehr Kontakte wir gemacht haben, je mehr wir verstanden haben, wie auch der Markt funktioniert, desto mehr haben wir halt auch realisiert, so, das ist nicht der Weg, weil unser Konzept an sich das nicht hergibt. Mhm. Ja. Also unabhängig davon, dass jetzt irgendwie 10 und mehr Jahre später viele der Bands, mit denen wir, die wir ganz früh gepusht haben, super erfolgreich sind, ja, und individuell sehr erfolgreiche Wirtschaftsunternehmen teilweise auch sind, ne, also oder erfolgreich, super erfolgreich sind, jetzt um mal Tesseract als Beispiel zu nennen, ne, das ist es halt trotzdem so, dass das auch Einzelfälle sind, und im großen Ganzen, wenn du halt auf die großen Festivals guckst, ne, und die großen Player und so weiter, das ist halt ein anderer Style, ne, also ja. So, ne, und jetzt Wacken oder Summer Breeze und so, super tolle und coole Festivals, wo ich auch schon war und die ich sehr groß, sehr genieße, aber da ist halt ein anderer Scope, und ja, ich glaube, das ist einfach so, ne, also da geht's dann eher um Sabatons und Behemoths, ne. Mhm. Ja. Stimmt. Ah, Frage von Peter, Ich wollte eher eine Frage kurz vorziehen, weil wie du selber gesagt hast, ihr habt ja immer schon einiges auch auf Nachwuchs beziehungsweise auch recht lokale Bands gesetzt, um die irgendwie zu pushen und eine Plattform zu bieten, und das ist, also ich finde das extrem lobenswert, weil man so irgendwie auch einen internationalen Underground pusht. Ich meine, ich kann nur selber sagen, ich habe einige Bands dort zum ersten Mal gesehen und dann bin später auf Shows hier gegangen oder habe mir Merch gekauft oder so. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen der Grundgedanke dahinter, nicht? Ja. Aber was mich da immer gewundert hat, ist einerseits, was macht ihr oder was machst du, damit ihr diese Leute überhaupt findet? Wie findet ihr diese lokalen Bands, die dann, oder wie, ihr seid tatsächlich früh dabei bei manchen. Ja. Und quer durch Europa, also für mich absolut unbekannte Bands, obwohl ich auch meinen würde, dass ich recht viel höre oder mich versuche zu informieren, und dann plötzlich sehe ich eine Band wie Kabal und denke mir, was ist das und warum habe ich das vorher noch nicht gesehen? Wie findet ihr sowas, oder ist das ein Community-Effort? Ja, also es ist auch dieser... Prozess hat sich, glaube ich, stark gewandelt in den Jahren. Also ich würde sagen, in den ersten Jahren in den ersten 5 Jahren war es halt komplett einfach nur
von MySpace über andere Orte, also wo wir die einfach die Sachen gefunden haben, ne? Also jetzt ist es halt so, wir haben halt auch viele Leute im Team, die halt einfach auch alles Musikfans sind. Wir haben ja also ein ehrenamtliches Team, die alle einfach auf dem Event mitmachen und arbeiten aus Bock, ne? Ja, so. Ja. Und das ist auch irgendwie das Fundament für das Euroblast. Ohne das würde das überhaupt nicht funktionieren. Also in dem Moment, wo das, wo die Leute da keinen Bock mehr drauf hätten, vorbei. So, ja. Das ist einfach so. So, und das ist einfach, und das sind alles Musikliebhaber, ne, die selber auch viel in Bands spielen, Musiker und so weiter. Und die bringen natürlich auch viele Sachen her. Also das ist jetzt, kommt halt öfter irgendwie coole Sachen. Ne? Das andere ist halt irgendwie auch durch Musiker. Ne? Also dadurch, dass ich ja auch einige Bands manage, kriege ich von den Musikern auch Inputs. Ne? Mhm. Also das ist einfach diese Vernetztheit. Ne? Und auch einfach Sessions. Also früher habe ich sehr viele Sessions gemacht, wo ich einfach irgendwie so, ich sag jetzt mal YouTube oder Spotify oder so, man klickt sich so durch, man, ne, so stundenlang irgendwie so, ich höre mir Sachen an und so, und dann klickt's einfach irgendwie bei Dingen, ne, oder auch Empfehlungen von Besuchern, Fans, ne, so in Kommentaren, manchmal sieht man irgendwelche Sachen, ja, und ich würde sagen, dass es noch nie so einfach war, coole Bands zu entdecken, und es gab auch noch nie so viele coole Bands wie jetzt, ne? Also die Globalisierung und auch die Vernetzung hat schon auf jeden Fall meiner Meinung nach dazu geführt, dass es jetzt halt irgendwie, es kommt so viel Musik raus, ne? Was hat Spotify noch nicht gesagt? Irgendwie 40.000 Tracks am Tag oder so? Ja, arg. Sind da neu verfügbar, ne? Es ist halt einfach endlos, genauso wie YouTube, ne? Also ich weiß gar nicht, ob es überhaupt einen Counter dafür gibt, wie viele Videos auf YouTube hochgeladen wurden. Gibt's bestimmt irgendwo, aber und jetzt ist es halt so, ne, durch diese ganzen Playlists und diese ganzen Sachen ist es auf jeden Fall, passiert da viel mehr. Also ich habe das Gefühl, es ist deutlich weniger zeitintensiv, irgendwie Juwelen zu finden. Mhm. Ja, das cool. Ist eigentlich so. Ja, also wie gesagt, lobenswert, weil ich habe jedes Jahr sehe ich neue Sachen, und auch für mich ist es immer so, dass ich am Euroblast, kurz bevor eine Band spielt, von irgendjemand höre, manches Mal sogar Leute, die ich gar nicht kenne, so, hey, die spielen jetzt gerade, du musst in die große Halle gehen oder in die kleine Halle, die sind toll, und plötzlich spielt Siamese dort, und seitdem feiere ich sie extrem. Auch noch nie gehört davor. Also wirklich schon einiges, was ich an Discovery gehabt habe, rein ja, am schön. Festival selber, und das ist wirklich toll. Also das ist geil. was ich sehr, sehr schätze an dem Festival. Ja, Wola zum Beispiel. Das war Wola auch, mein, ja. Mein Ding in den letzten Jahren. Das war ja, das ist halt, das freut mich natürlich zu hören. Balsam die Seele. Aber das, ich finde, das, den Prozess weiß ich ganz genau, ne? Also weil, wie das zustande gekommen ist, ne? Also weil, wir haben einen Post gemacht auf der Facebook-Seite vom Euroblast. Hey, was für Bands sollen wir mal auschecken? Ne? Haben wir jetzt, ist jetzt nicht sowas, was wir immer machen. Ne? Aber ab und zu kommt es mal vor. Ab und zu mal, genau. Und ich habe da halt so durchgescannt, und dann kenne ich nicht. Guter Name, kenne ich nicht. Scheißname. und dann so hat ein schwedischer Besucher, Erik, hat halt Wola da getaggt. Und also einfach so, hat so ein paar Bands getaggt, ich weiß gar nicht mehr welche, aber ein paar. Und eine Wola, davon war halt Wola. Und ich dachte so, das habe ich noch nie gesehen, das habe ich gelesen, das ist simpel, das ist einfach to the point. Das ist, und das ist ein Name, der durch die Musik mit Inhalt gefüllt wird und nicht der Musik. Andersrum, ja. Genau, also, ne? Cannibal Corpse. Ich liebe Cannibal Corpse, ne? Aber Cannibal Corpse ist halt der Name. Ist auch das hundertprozentige, ne? Programm, ne? Und bei Wola, ich meine, Wola kannst du sagen, italienisches Wort für Fliegen, glaube ich, Volare oder so, Latein, keine Ahnung, ne? Solche Sachen kannst du all möglichen Sachen herziehen. Aber nichtsdestotrotz, er hat das da gepostet, und dann habe ich die ausgecheckt. Auf Soundcloud, irgendwie Straightest Greis, Pre-Production, 30 Plays auf Soundcloud. Boom. Ne? Und dann war das halt so, ja, okay, mind blown, ich muss mit denen arbeiten. Ne? Das hat dazu geführt, dass ich eine Woche später habe ich die gemanagt. Das war 2015. Und dann haben die halt natürlich auch Ende des Jahres auf dem Euroblast gespielt.
glaube ich, das erste Mal. So, super. Solche Sachen, ne, also das jetzt mal als Mikrokosmos ist genau so ein Prozess, ne, also so, ich kann es einfach nicht glauben. Ja, also für die hat sich halt zu dem Zeitpunkt, also die hatten schon ein paar Sachen gemacht, aber kaum jemand interessiert. Ja. Und dann macht das, kann man natürlich da ein bisschen eine Reichweite erzeugen. Und ich glaube, das ist das Positive. Und ich glaube, in Bezug aufs Euroblast habe ich da eigentlich eine große Erkenntnis, oder Daniel und ich haben da eine große Erkenntnis gehabt, auch in den letzten Jahren. Wir sind eigentlich ein Kulturevent. Müsste das Euroblast ein Event sein, wo Stadt Köln sagt, hier kriegt ihr jetzt jedes Jahr ein bisschen Geld, ihr macht ein bisschen Kultur, die bringt Leute rein. Da kommen Leute, so Leute von überall, nämlich nicht nur Europa, ja, sondern von dem ganzen fucking Globus. Ja, Leute aus Japan, glaube ich. Ja. Yeah. Und, genau, aus 45 Ländern oder, ach, ich weiß nicht, was unser Rekord war, aber irgendwie sowas. Und das ist fucking crazy. Ja, aber also eigentlich, weil unsere Zielsetzung ist 100% inhaltlich, und das ist eigentlich das, was Kultur oder sozusagen staatlich oder regional oder geförderte Events eigentlich ausmacht. Es geht darum, quasi fast schon so eine, ja, einfach einen Effekt zu erzielen. So. Mhm, und der Effekt ist ein kommunaler Effekt, auf den wir abzielen, jetzt nicht ein monetärer Effekt. So, und das ist eigentlich so das. Deswegen habe ich mal gedacht, so, irgendwo gibt es ein Paralleluniversum, wo das Euroblast ein geförderter Kulturevent ist. Cool. Genau, es gibt wahrscheinlich auch irgendwo ein Paralleluniversum, wo es irgendwie von Live Nation gekauft wurde und irgendwie. Ja. Keine Ahnung. Nee, ich weiß es nicht, aber ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Na, aber schon allein, dass es eine globale Community gibt und du die Möglichkeit hast, dass du mehr oder weniger deine Bandsuche outsourcen kannst und sagen kannst, hey Leute, welche Bands sollen im Euroblast spielen? Und dann hast du auf einmal 150 Comments an einem Tag, wo jeder Band Menschen, und dann ist da rein zufällig dann Wohler dabei und sieht dann ein paar Jahre später, das meine ich, weil das ist ja, ohne der Plattform wird die Community nicht geben, und ohne diese Community wäre diese Band nicht auf diese Plattform gekommen. Und dieser Group Effort, der da dahinter steckt, ist super satisfying, finde ich, und finde ich cool, dass das gibt und dass es geht und dass das seine harmonische Community ist. Also das höre ich gerne. Sehr, danke. Sehr, 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 sehr gut gemacht. Ja. Ja, das spürt man auch jedes Jahr, wenn man dort ist, dass es einfach dieses riesige, ich treffe meine Freundin in Köln. Na, und ich finde, ist. Genau, und im erweitersten Sinn stimmt es natürlich auch, dass es diese Gruppen auf Social Media gibt, die Euroblast Family, und so ist es auch, dass du dort Sachen austauschen kannst, egal wie groß deine Band ist, wie klein deine Band ist, und du weißt, es sind Leute, die es anklicken, weil sie möglicherweise tatsächlich interessiert sind und nicht einfach nur, da gibt es jeden, der nur Content pusht und selber kein Feedback gibt oder so. Das ist eine richtige Community, und das ist cool. Ja. Passend dazu, wir haben ja gesagt, du bist nicht nur Mr. Euroblast, also Mr. Eurojohn, du machst ja auch Bandmanagement von Vola und Humanity's Last Breath. Wer ist noch in deinem Roster? Und noch eine neue Band mit zwei Mitgliedern aus Österreich, die ich noch nicht sage. Okay. Ah, die zwei. Ja, nice. Die zwei. Nice. Ja, einer wohnt in Wien, einer wohnt in Salzburg. Dali Thundering Concept ist auch noch dabei. Nee. Wie war das? War das? Es gab ganz viele unterschiedliche Kollaborationen und Sachen in den letzten Jahren. Also genau, also ich manage fest, hundertprozentig, Vola seit 2015, Mantis Last Breath seit, keine Ahnung, 2015, 14, 13, 15 oder 16. Alright. So. Genau, und dann halt diese neue Band, die noch nicht angekündigt ist, die aber, 2021. Genau, also da kommt die erste Musik dieses Jahr, und das wird aber, ja. da wird richtig,
richtig dick Margarine aufs Brot geschmiert werden, wenn das rauskommt. Also wirklich. Also. Und kannst du da so ein paar Best Practice Einsichten teilen? Oder hast du Tipps für kleinere Bands, worauf sie achten sollten? Was vielleicht nicht so ganz. Wie viel Zeit habt ihr, Jungs? Wie viel Zeit habt ihr? Du musst schnell reden. Na, du musst doch nicht alles sagen, weil ja, du willst also, dass sie im Endeffekt zu dir kommen, nicht? Also. Genau, ja, voll. Lass mich mal überlegen. Also, es gibt da so viel, ich kann da so viel zu sagen, weil es halt das, das ist halt wirklich, weil ich mich jeden Tag damit beschäftige. Also jeden Tag wache ich auf und bin so, okay, was können wir heute machen? Was geht ab? Also wir sollten da vielleicht überlegen, also in welche Richtung Tipps? Also geht's um Wachstum, Strukturierung, was ist die Zielsetzung? Self-Promotion. Self-Promotion? Yeah. Ja. Was siehst du zum Beispiel ganz oft, was so, wo du sagst, wrong, Fehler, nicht effektiv, bla bla bla. Und wie würdest du das verbessern? Also ich bin Strategietyp und ich mache langfristige Planung. Das ist sehr deutsch für mich, von dir. Also ich glaube, der größte Fehler ist, Maßnahmen zu entscheiden als eine Band, ohne eine grobe Idee zu haben, wo es hingehen soll, ne? Wenn es kein Ziel gibt, ist jeder Weg der richtige, ne? Also das ja, ist so und das. Dann arbeitet man auch irgendwie so vor sich hin. So, also es muss ein Ziel geben, so, also was die Vision oder das Ziel oder so, ne? So und ohne das finde ich Maßnahmen super schwierig und es ist super schwierig Maßnahmen zu empfehlen, wenn eben nicht klar ist, was wollt ihr eigentlich in den nächsten Jahren machen? So. Ne? Und das muss noch auch, das hat nicht nur was mit den Zielen zu tun, sondern was ist der Output, was ist der Workflow, wie ist die Band, also so, ne? Ist es eine Band, die schreibt ein Album pro Jahr, ist es eine Band, die eher so toolmäßig unterwegs ist, ne? So ein Album alle 10 Jahre, ne? Irgendwie so, hat die Band Bock mehr EPs zu machen, wollen die mehr Kollaboration machen, also es gibt halt einfach so, so viele Stellschrauben, also es ist so, wenn ich über diese Sache nachdenke, dann ist es in meinem Kopf so ein bisschen wie wenn du Photoshop öffnest und du hast halt unheimlich viele Knöpfe und irgendwie Sachen, ne? Und ja, um halt das sozusagen ein fertiges Bild zu erzeugen, muss man halt in unheimlich vielen Parametern und unheimlich viele Sachen, die halt miteinander interagieren, ne? So, deswegen ist mein Tipp für die Selbstpromotion, hat einfach nichts erstmal mit der Selbstpromotion zu tun, sondern mein Tipp ist, für Bands sich hinzusetzen, zu überlegen, wo wollen wir eigentlich hin? Ne, also das hat auch einen Reality-Check. Ja, absolut. Ne? Also ist unsere Musik innovativ genug, dass wir sagen können, ey, unser Ziel ist es irgendwie ein Top-5-Band zu werden oder sowas, ne? Also, oder ist unser Ziel, hey, wir wissen, dass wir das Rad nicht neu erfinden, aber wir machen coole Musik, die gut ist und ehrlich ist und wir bringen ein paar interessante Sachen rein, auch wenn wir das Rad jetzt vielleicht nicht neu erfinden. Wir möchten damit irgendwie, unser Ziel ist es, eine europäische Tournee zu spielen, als Support von irgendwie einer größeren Band, die wir cool finden. Boom. So, ne? Und dann kann man auf diese Sachen arbeiten. Oder, ey, wir wollen mit dem Label sein. Also, das ist sowas, was häufig ist, ne? Dieses ganze Label-Thema ist auch sehr komplex, wie ich finde, neuerdings, ne? Und ja, also mal so als ein bisschen Input. Aber ihr könnt natürlich jederzeit nachfragen, ne? Also, ja, aber wie du sagst, Reality-Check, das ist ein wichtiges Ding. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, viele Bands kommunizieren darüber nicht so gut. Sicherlich, wenn sie wirklich anfangen, dass mal klargestellt wird, okay, wie du sagst, unser Ziel ist, eine Europatour spielen oder vielleicht auch nur einen Opener-Slot lokal für eine internationale Band, die wir cool finden. Vielleicht kannst du das auch schon als Ziel setzen, aber oft ist das eben nicht so ausgesprochen und dann ist es auch nicht klar, wie viel Zeitaufwand dahinter steckt, ne? Dass der eine vielleicht sieht, für mich ist es eine reine Hobbyband, ich mache das zum Ausgleich, zum Alltag, zum Brotjob und der andere sagt, ich will dort und dorthin kommen und wenn das eben nicht kommuniziert wird, dann kannst du auch eben deine Promo nicht richtig angehen. Das wollte ich sagen, dass das Nächste, dass man determinieren muss, wie viel Zeit und Energie können die Leute
und wollen die Leute in ihr Projekt investieren. Weil, wie gesagt, ja, wenn die sagen, ja, wir sind so ein bisschen so eine Schönwetterband und wir wollen keine Touren spielen und so, aber man sagt das nie, dann verteilt man die Ressourcen vielleicht falsch. Ja? Das ist halt das Nächste. Also sprich, es ist, ich finde, es ist extrem wichtig, dass man über sowas schon redet, bevor man oftmals die Musik ausarbeitet. Ja, ich meine, man kann schon ein paar Songs schreiben und grobe Konzepte haben und so. Ja? Aber ich finde, das sind Sachen, das sollte man so schnell wie möglich und so früh wie möglich bereden. Eben so, was sind die Ziele dieses Jahr, was ist so das ultimative Goal, ja. Ich bin auch immer ein Riesenfan von Aim High, weil wenn du nicht so weit kommst, kommst du noch immer weit, ja. Quasi. Ja, ja, klar. So, ja, ich möchte eine Welttournee spielen und dann geht sich aber nur eine Europatour aus, still not bad, ja. So in klar. Die Richtung, halt jetzt als blödes Beispiel. Aber macht Sinn. Ja, oder... I don't know, hast du ein Beispiel aus jüngster Zeit, wo du sagst, das hast du gesehen bei der Band XY, die wir nicht nennen, ja, halt bei irgendeiner Band, wo du gesagt hast, wäre ich anders angegangen. Ist ein klassischer Fehler. Ich glaube, ich habe solche Sachen habe ich auf jeden Fall jeden Tag. Ja, das denke ich nicht. Ich fokussiere mich jetzt eigentlich auch nicht so, also von meiner Einstellung bin ich nicht so darauf fokussiert, immer sozusagen bei den anderen zu sehen, was nicht so gut läuft, sondern ich konzentriere mich eigentlich in meiner Aufmerksamkeit immer auf die Sachen, die gut funktionieren irgendwo und die mich inspirieren. Also das ist konkretes Beispiel. Gestern. So, ne, Gojira, neues Album, alle Hype, alle freuen sich, ne? Gojira, tolle Band, die sowohl in der Prog-Szene voll abgeht, als auch in der Metal-Szene, aber die Post-Rock-Leute finden die auch gut. Die haben ihre Hände in allen Töpfen drin und das ist eigentlich der Traum, ne? So. Mhm. Die haben jetzt so eine Kampagne gestartet, ne? Die du dann siehst, also, auf Facebook und so weiter haben die gepostet, du kannst das Album pre-saven und dann kannst du eine Gitarre von Joe gewinnen und du kannst eine Gitarre von Christian gewinnen und ein bisschen Merch und so weiter, ne? Und du machst halt ein Pre-Save, dann gehst du dahin. Die sind bei Roadrunner gesigned, also bei Warner, und dann gibt's so ein Ding und dann musst du halt Warner die Berechtigung geben, deine Bibliothek zu verwalten, und dann kann das halt irgendwie den Track zu dir hinzufügen. So, aber in dem Post, den die gemacht haben, war nicht klar, haben die nicht klar gesagt, ey, by the way, nur Leute aus Amerika können teilnehmen. So, ne, und das heißt, du hast dann Leute gehabt, das kann, in den Kommentaren ist das dann halt aufgearbeitet worden, sag ich jetzt mal. Ne, aber so. Spät. Ja, also es ist halt so, ich sehe den Post an, dass halt jemand vom Label oder ein Social Media Manager oder sowas gepostet hat und irgendwie sowas und dass das vielleicht nicht klar war oder dass man gesagt hat, ja, ist nicht so wichtig, ne? Und dann klicken da halt 5000 Leute drauf, wovon vielleicht nur 2000 aus den USA kommen und der Rest macht halt Pre-Save und dann hast du unten in den Kommentaren so, ne? Also der Effekt, der erzielt wurde, war wahrscheinlich schon gewollt und ich weiß hundertprozentig, dass die Band damit überhaupt gar nichts zu tun hat, ne? Also in solchen Gefilden. Aber das war dann für mich direkt so, fuck, weil dann hast du direkt Leute gesehen, die dann irgendwie, die das wieder rückgängig machen wollen und so weiter. Mhm. Und dann in den Kommentaren so Anleitungen, so wie du diese Berechtigung wieder entfernen kannst und so weiter. Und so, und dann kommen die Leute so, wie krass, so eine Band, die aus deinem Heimatland kommt, in dem du auch lebst und du kannst nicht an dem Gewinnspiel teilnehmen. Ja. Franzosen haben dich dann, ne? So. Ja. Und so weiter. Top-Beispiel für eine super geile Idee. Schlechte Umsetzung. Die dann, ne, also wo ich dann irgendwie denke, so, im Endeffekt ist jetzt kein Backlash oder so, ne? Also da gibt es jetzt kein böses Blut oder irgendwie sowas. Im Endeffekt wird die Band sehr viele Pre-Saves damit einsammeln. Klar. Also es wird 100% funktionieren, aber ne, da überlege ich dann direkt, okay, geil, ich will auch sowas machen, so habe ich direkt gestern das Label angerufen vom Wohler, so, okay, wo können wir das machen? Ja, wegen irgendwie Regularien, also wegen AGBs, könnten wir das nur in den USA machen und in UK und in Deutschland.
und so weiter und so, ja, ey, können wir das vielleicht auch in Dänemark machen, kann man irgendwie sowas machen, können wir ein geiles Giveaway machen, ne, und dann, und das ist dann so ein cooler Prozess, und dann überlege ich, okay, wie können wir das machen, was die gemacht haben, weil es eine coole Idee ist und ist jetzt auch nicht super innovativ, weil einige haben schon sowas gemacht, ne, weil der Spotify-Algorithmus halt freut sich über Pre-Saves, weil das halt einfach ein frontloaded ist halt frontloaded, also du du hast halt, ne, wenn das Ding rauskommt, hast du halt sofort viele Plays, viele Plays, weil Leute das dann pre-saven in ihre neuer Metal 2021 Playlist und ab geht's, ne, wenn die dann zur Arbeit fahren oder zu Hause Homeoffice machen, wird auf Play gedrückt und dann so, oh, der neue Gojira-Song. genau so. Ne? Also das jetzt mal als Beispiel für so ein Prozess. Ja, ja. Weil er sagt jetzt gerade Homeoffice und so, da hat der Peter eine gute Frage für Livestream-Konzept. Ja, ja. Es ist meine Frage, aber mach du. Ach so, okay. Ja. Na, wir wissen ja alle, Pandemie und so und keine Live-Konzerte. Ihr habt ja dann quasi als Corona-Substitut eine Euroblast Livestream-Konzept aufgesetzt. Okay. Gescheiterweise auf mehreren Streaming-Plattformen gleichzeitig, was ja dann natürlich so, dass jeder sich's aussuchen kann zu seinem Favorite-Dienst. Wie stehst du generell zu Livestream-Konzerte? Was hast du da eventuell gesehen? Was hat dir gefallen? Ich find's cool. Also für mich ist ganz klar, dass ich jetzt hier Unterschied zwischen Online-Show und Online-Live-Show oder Livestream sind für mich zwei unterschiedliche Paar Schuhe zu dem Zeitpunkt, ne? Weil ganz viele Bands machen ja Online-Shows und ich glaube, Online-Shows sind super geil und ich bin so hype und freue mich schon so mega krass, wenn ich Online-Shows machen kann mit meinen Bands und überhaupt, weil das durch die Pandemie jetzt einfach die Leute gemerkt haben, oh mein Gott, ach ja, stimmt, wir touren ja nie in Argentinien, aber wir haben viele Fans in Argentinien. Und die können dann unsere Online-Show gucken. Wow. Stell dir vor, die ganzen Leute in fucking Brasilien, die sagen, come to Brazil und jetzt kannst du es deliveren. Ja, ja, genau. So, und das ist einfach, und deswegen glaube ich, dass es auf so 100% bleiben wird, weil nicht nur aufgrund der Pandemie, sondern es wird einfach, ist ein neuer Baustein. Man muss halt sagen, also ich finde live richtig geil, aber es ist halt viel mehr Aufwand und viel anstrengender. Ja. Ne? Also, Und ich glaube, von der Durchführbarkeit und von der Qualität in Bild und Ton ist dann einfach pre-recorded viel, viel besser. Ne? Also, ich habe mir zum Beispiel, was habe ich gesehen? Also ich habe einen Lepros Livestream gesehen oder? Ah ja, vor. Den habe ich auch gesehen. Die haben ihren ersten Livestream gemacht und der war live und da gab es voll viele technische Probleme und ich glaube, dann haben die ein bisschen umgestellt, aber die haben ja schon 5 oder 6 Livestreams gemacht oder sowas. Die milken die Kuh hart und und ich glaube, einer hat da noch so einen Solo-Stream gemacht, wo der die Songs Akustik gespielt hat und so weiter. Ja, ich gerne mehr davon. Generell würde ich mir immer eine pre-recordete Sache, die ein höheres Production Value, Sound, Ton und so weiter hat, vorziehen und dann das kombinieren mit so einem Hangout. Also da wäre das Tesseract-Beispiel gut. Ne? Sie haben vorher ja so ein Public Hangout gemacht, wo jeder teilnehmen konnte und dann die Leute, die ein Ticket haben, konnten sich dann halt diese pre-recorded Show angucken. Ne? Und das finde ich cool. Korn machen jetzt auch eine Mega-Show, glaube ich. Ne? Und ist halt eine Top-Einnahmemöglichkeit auch. Ne? Also ich weiß von einigen Bands, die mit einer Online-Show mehr Geld gemacht haben als jemals mit irgendeiner anderen echten physischen Show. So, du musst nirgendwo hinfahren. Also, du hast natürlich Produktionskosten, aber es ist halt dadurch, dass Leute weltweit und dann ist es oftmals auch so, also weltweit einschalten können und dann ist es oft auch so, dass es der On-Demand ist, dass du halt noch irgendwie das 1-2 Wochen gucken kannst oder wie auch immer. Und du kannst das Material dann noch später doppelt verwerten, weil du irgendwie 1 oder 2 Jahre später haust du die Tracks halt auf YouTube raus. Oh mein Gott, das ist einfach Dream. Dream. Manager.
dream. Ich muss aber auch sagen, ich habe auch bei einigen Sachen schon Tickets gekauft. Ich bin auch eher ein Fan von den, oder ich habe keine Beschwerden dagegen, wenn es pre-recorded ist, wenn man trotzdem dieses Live-Feeling hat. Das kann man ja eh so gestalten. Natürlich, es muss ja nicht einfach der Studio-Track sein und die Band, die dazu herumspringt. Das hängt dann auch wieder nochmal ein bisschen von der Band ab. Also es gibt sicherlich Band, also eine Band, die zum Beispiel ein richtiges Big Mouth als Frontman hat, also zum Beispiel Siamese, da stelle ich mir einen Livestream geil vor, weißt du? Der labert dann die ganze Zeit, der guckt in den Chat und so weiter und das, ne, das ist halt seine Materie und dann das ist geil und so. Und dann darauf sind die Leute Bock. Also wenn du irgendwie eine Frontperson hast, die halt irgendwie interaktiv ist und dann auch geil irgendwie mit den Leuten mal zwischen den Songs quatscht und irgendwie sonst was, dann ist es Traum. Aber wenn, also das wäre für mich zum Beispiel als Manager schon ein Entscheidungskriterium, ne? Ist die Band, ne, so zum Beispiel jetzt so für sowas wie Wola, natürlich kann Asuka mit den Leuten reden oder irgendwie sonst was, aber macht das jetzt irgendwie, macht das einen richtig großen Unterschied, ne, und so? Müssen wir mal überlegen. Also ich würde zum Beispiel für Wola sagen, okay, lass mal eine geile Online-Show machen, die vorproduziert ist, die richtig geil ist, richtig geilen Ton, alles, mega, mega Hype, und dann lass uns doch nochmal was Kleineres machen, was live ist, ne, da spielt ihr dann irgendwie nochmal ein paar Songs und das machen wir for free, einfach für alle so irgendwie mal ein paar Songs auf der Gitarre am Lagerfeuer oder so. Ja, da gibt es auf jeden Fall viele Überlegungen und ich kann als Fan nur sagen, mich hat sehr gefreut, dass ich Bands, die ich eben nicht oder sehr, sehr selten sehen kann, jetzt für ein Ticket um 10 Euro, 10 Dollar, whatever, doch irgendwie sehen kann und dann ist das ein sehr cooles Erlebnis. Also, ja. Finde ich auch. Richtig nice. Ja. Voll. Schon irgendwelche Pläne, Visionen für dieses Jahr Euroblast? Gibt's einen Contingency-Plan für online? Nee, also es gibt ja jetzt einige Festivals, die dann irgendwie schon frühzeitig abgesagt haben, wie zum Beispiel Roadburn und die dann so Roadburn Redux gemacht haben, also wo du dann halt sozusagen so Online-Shows oder ich weiß nicht, ob da die Bands haben, die da spielen und übertragen das, ich weiß es nicht so ganz genau, müssen wir mal nachgucken, ne? Das hatten wir ja letztes Jahr auch schon überlegt. Also ich bin milde optimistisch für dieses Jahr Euroblast, einfach irgendwie jetzt so an, also nicht, jetzt hätte ich was unless gesagt, ne, es sei denn, da gibt's neue Varianten, was weiß ich, irgendwelche Sachen passieren, ne? Es kann ja immer was passieren. Aber jetzt mal so vom dem planbaren Sachen, so Impfen und diesen ganzen Kram, bin ich mal einfach optimistisch. Irgendwie in Deutschland soll, keine Ahnung, Ende Mai jeder ein Impfangebot haben und so. Und in dem Moment, wo du jeder Person ein Impfangebot machen kannst, also es ist zum Beispiel in Deutschland so, kannst du die Restriktionen nicht mehr rechtlich halten. In Bezug auf bestimmte Einschränkungen. Und dann ist halt sozusagen, wird der Hahn halt irgendwie aufgedreht. Und dann muss man halt gucken natürlich, was passiert, ne, die Realität, ne, also so, ne. Aber ich bin einfach mal milde optimistisch und ich kann mir vorstellen, dass man worst case irgendwie ein bisschen, entweder ein bisschen runterskaliert oder guckt, dass man halt irgendwie im Line-Up bewegen sich vielleicht ein paar Sachen, ne, so. Aber das sind jetzt so die aktuellen Planung. Also ich habe jetzt überhaupt noch nicht gedacht an Online-Show oder Streaming-Alternativ-Event, weil ich irgendwie dann jetzt mental erstmal mich, sind wir halt so voll auf, ja, dieses Jahr irgendwie findet statt, ob es dann irgendwelche Auflagen und Restriktionen geben wird oder weniger Capacity oder irgendwelche Sachen, das müssen wir mal sehen, aber wir planen jetzt erstmal bald noch ein paar Bands anzukündigen und dann irgendwie einfach darauf zu setzen, dass das klar geht. Cool. Wenn es stattfindet, ich werde mich auf jeden Fall bemühen, um wieder mal dort zu sein. Schön. Als Teil der Wiener Delegation gibt ja doch immer einige, die abreisen. als Pilgerfahrt. Österreich Ambassador. Ja, der Ambassador. Genau, also ich bin auch in so, die letzten Wochen war ich halt immer auch in so einer Gruppe drin, also ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, wir haben die Tage was gepostet, weil so ganz viele deutsche Festivals haben sich zusammen zusammengeschlossen und wir haben da immer im Zoom abgehangen, alle paar Wochen haben wir uns getroffen, also mit den ganzen Veranstaltern von Wistful Four, Summer Breeze, Wacken, Rockhards, Dong und wie sie alle heißen.
Und einfach da fand immer viel Austausch statt und das ist eigentlich ganz gut. Und da hat man schon gesehen, wie das dann so wellenförmig, aber jetzt gerade sind eigentlich viele wieder optimistisch, obwohl halt jetzt im Sommer ja auch schon viele Festivals abgesagt haben. Ich weiß jetzt nicht, wie das in Österreich ist, aber in Deutschland, in der Schweiz haben auf jeden Fall einige größere abgesagt schon. Ja, müssen wir mal sehen. Ist jetzt eine gute Frage. Ich glaube, ich weiß es nicht. Großen, was ist das größte österreichische Festival? Das Nova Rock, oder? Nova Rock, ja. Ja, Nova und dann ist Frequency schon. Wahrscheinlich. Ja. Ich weiß nicht, eines der wichtigsten österreichischen Metal-Festivals, das Kaltenbach, das hat, glaube ich, dieses Jahr schon abgesagt. Okay. Genau. Aber vielleicht kann ich da, okay. Ja, also da spielen wir auch eine andere Sache eine Rolle, weil da geht es ja auch dann irgendwie um Rettungsschirme und so weiter, weil wenn die Politik sagt, ey, plant und wenn es dann nicht passiert, gibt es einen Rettungsschirm, ne? Dann ist es halt was anderes, aber wenn du halt, deswegen haben ja auch schon so viele Events schon so frühzeitig abgesagt, also gerade auch Events mit sehr US-lastigen Lineups und so weiter, ist halt super schwierig und dann hast du das Problem, letztes Jahr haben ganz viele Events, sind ja noch von Versicherungen abgedeckt worden, also, ne? Also weil irgendwie dieser Fall in vielen Policies nicht berücksichtigt worden war oder Kulanz oder was weiß ich was. Und dieses Jahr ist es halt nicht so. Also du kannst halt, also kein Versicherer gibt dir aktuell eine Versicherung irgendwie für einen Corona-bedingten Veranstaltungsausfall und dann kann man sich halt schnell in den Ruin fahren als Festival und deswegen kann ich auch verstehen, ne? Also gerade bei den größeren in Deutschland, also Rockerring und so weiter, ne, das ist alles Eventim-owned. Eventim ist eine Aktiengesellschaft. Eine Aktiengesellschaft ist extrem profitorientiert und ne, so natürlich, hat ein Board oder zwei Boards und ja, solche Sachen. Deswegen sind da halt andere Mechaniken at play. Verständlich. So, Peter, hast du noch was? Oder wie lange haben wir noch? Sag mal schon langsam. Ja, ich wollte mich eigentlich nur nochmal herzlich bedanken beim John. Nicht nur für dass er da ist, sondern auch, dass er danke fürs Euroblast. Ja, alles, was er macht, Bands managen. danke auch, dass ich mal das Euroblast fotografieren durfte. Das war auch sehr eine sehr tolle Erfahrung für mich. Also ich hoffe, dass ich nicht nur wieder mal als Gast vorbeischauen kann, sondern wer weiß, aber schauen wir erst einmal, dass das Festival wieder stattfindet, dass ich neue Bands entdecke. Darauf freue ich mich schon sehr. Ja, vielen Dank und ich hoffe euch auch, euch in Person bald wiedersehen zu können, also im Oktober vorzugsweise. Ja, hoffentlich. Oder auf irgendeiner Tournee, wenn es dann wieder losgeht. Mhm. Good times yes. Together. Far. So, das war's für heute. An der Stelle bedanken wir uns noch für unseren Promotion-Partner, der Klangfarbe, coolstes Wiener Instrumentengeschäft weit und breit. Und ja, das war der Eurojohn. Da ist auch der Peter, ich bin der Jörg. Und liebe Grüße nach Österreich! Yeah! And out. Geil. So, ich drück mal hier auf Stopp.